Herzlich willkommen zu unserem heutigen Praxisgespräch zum Thema ESEF, Blocktagging, Lessons Learned und Ausblick auf das ESRS-Tagging. Das ist zugegebenermaßen ein etwas sperriger Titel für eine Veranstaltung und er steht sinnbildlich dafür, dass das Thema auch in der Anwendung durchaus komplex ist. Mein Name ist Silvia Gebert. Ich leite bei Deloitte im Bereich Accounting and Reporting Advisory Services. Und wie es der Name bereits suggeriert, beraten wir unsere Mandanten zu allen Themenstellungen rund um Bilanzierung und Berichterstattung, sei es im M&A-Kontext, klassisch bei Post-Merger-Integrationen, Carve-Outs oder IPOs, der Umsetzung regulatorischer Neuerungen und last but not least dem Themenbereich Digitalisierung der Finanzberichterstattung. Hier haben wir insbesondere in den letzten Jahren durch die Verpflichtung zur Anwendung des European Single Electronic Format einige Veränderungen gesehen, bei denen wir unsere Mandanten sowohl fachlich als auch bei der Einführung von geeigneten Softwarelösungen wie beispielsweise Workiva unterstützt haben und unterstützen. Heute wollen wir gemeinsam einen Blick auf die Lektionen werfen, die wir im Rahmen des ESEF Blocktagging gelernt haben, sowie einen Ausblick auf das ESRS-Tagging werfen. Ich habe die große Freude, Sie durch die Veranstaltung zu führen, bin aber nicht allein, sondern habe zwei Experten mitgebracht, die für unser heutiges Thema stehen und die ich ganz, ganz herzlich begrüße. Zum einen Richard Bössem. Er ist Experte für digitale XBRL-Berichterstattung und er gehört seit April diesen Jahres zum EFRAG-Staff, ist dort Senior Manager für Digital Reporting. Richard ist verantwortlich für die Entwicklung von XBRL-Taxonomien für digitale Nachhaltigkeit, also ESRS und Artikel 8, das Thema, das im Moment viele von Ihnen umtreibt. Zudem ist Richard Vorsitzender des internationalen XBRL Standards Board XSB. Vorher war er bei Amana XBRL Manager und hat dort die XBRL-Lösungen verantwortet. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Richard, und uns im zweiten Teil der Veranstaltung Insights zum ESG bzw. ESRS-Tagging geben wirst. Ja, danke schön, Silvia. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Der zweite Experte ist Okan Singhi. Okan ist Director bei Deloitte im Bereich Accounting and Reporting Advisory Services und leitet bei uns die ESEF Task Force, die den Prüfungsansatz für das neue elektronische Berichtsformat ESEF bei Deloitte mit designt, implementiert und koordiniert hat. Einige von Ihnen werden Okan aus dieser Funktion heraus bereits kennen. Zudem ist Okan aktives Mitglied in nationalen und internationalen Arbeitsgruppen zur elektronischen Berichterstattung und hat daher einen umfassenden Einblick in Bezug auf regulatorische Entwicklungen und Reporting-Trends. Er wird uns gleich durch die ESEF Lessons Learned zum Blocktagging und digitale Nachhaltigkeitsberichterstattung führen. Und ich freue mich sehr, dich hier zu begrüßen, Okan. Ich freue mich auch sehr. Bevor wir gleich starten, noch ein kleiner Hinweis an Sie als Teilnehmende. Sie haben natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen über die Q&A-Funktion, die Sie unten auf Ihrem Bildschirm sehen sollten. Wenn Sie eine Frage haben, tippen Sie die Frage gerne dort ein. Wir versuchen, die Fragen aufzugreifen. Aufgrund der zeitlichen Limitierung werden wir vermutlich nicht auf alle Fragen eingehen können. Ich bitte das schon vorab zu entschuldigen. Wir greifen die Fragen aber gerne im Nachgang auf und kommen diesbezüglich auf Sie zu. Und jetzt freue ich mich sehr auf dich, Okan, und auf deinen Vortrag. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu den diesjährigen Praxisgesprächen. Für den ersten Teil haben wir folgende Agenda mitgebracht. Und zwar möchten wir zunächst einmal die letzte Saison, die ESEF-Saison 2022, in der erstmals das Blocktagging angewendet wurde, Revue passieren. Dann möchten wir Sie darauf hinweisen, welche Änderungen es für das Blocktagging im nächsten Jahr gibt. Im Agenda-Punkt 3 zeigen wir Ihnen einige praktische Probleme, die wir erlebt haben, um Sie zu sensibilisieren, sodass Sie sich auf die neue Saison vorbereiten können. Im Anschluss möchten wir auf die Updates der ESMA eingehen. Und zwar hat die ESMA im August das ESMA Reporting Manual herausgebracht, beziehungsweise die aktuelle Version, und auch Prüfungsschwerpunkte zu 2022 definiert, in der auch auf ESEF eingegangen wird. Und zu guter Letzt, und das ist ein guter Übergang später zu dem Vortrag von Richard, möchten wir einen Ausblick auf die digitale Nachhaltigkeitsberichterstattung geben. Nun fangen wir an mit dem ersten Teil. Hier auf dieser Folie haben wir einmal zusammengefasst, wie eigentlich die erstmalige Umsetzung des Blocktaggings funktioniert hat. Auf der linken Seite sehen Sie, wie viele Blocktags die Unternehmen verwendet haben. Es gibt ja 252 obligatorische Blocktags in dem ESEF-ATS im Anhang 2 in der Tabelle. Von diesen 252 Blocktags gibt es einige Tags, die allerdings nur für bestimmte Branchen anwendbar sind oder nur, wenn bestimmte Sachverhalte, beispielsweise Unternehmenserwerbe oder Veräußerung, relevant sind, anzuwenden sind.
Daher wurden diese 252 Blocktags nicht immer stets alle angewendet. Es wurden allerdings mindestens 50% von diesen 252 Blocktags verwendet von Unternehmen. Und je nach Umfang und Komplexität des Abschlusses ist diese Anzahl dann auch bis zu 75% gestiegen. Und wie gesagt, einige Unternehmen der Versicherungs- und Bankenbranche haben dann noch einige Tags mehr angewendet, sodass maximal 80% von der Blocktags von den jeweiligen Unternehmen verwendet wurden. Auf der rechten Seite in dem Boxplot-Diagramm, da sehen wir die Fehlerquote in den ESEF-Berichten, die wir im Rahmen der Pilotierung gesehen haben. In dem grauen Kasten sehen Sie die Fehlerquote über alle ESEF-Berichte hinweg. Da können Sie sehen, dass wir durchschnittlich eine Fehlerquote von ca. 25 bis 45% in den ersten ESEF-Berichten gesehen haben. Es gab hier aber auch mitunter Ausreißer. Einige Unternehmen haben sich besser vorbereitet, wo wir nur 10% Fehlerquote hatten. Und einige Unternehmen waren nicht so gut vorbereitet. Da haben wir bis zu 70% Fehler in der erstmaligen Anwendung der Blocktags identifiziert. Wenn man dieses Bild etwas aufreißt und unterscheidet zwischen den Unternehmen, die die ESEF-Berichte selbst erstellt haben, und zwischen den Unternehmen, die die ESEF-Berichterstattung ausgelagert haben an Dienstleister, sehen wir, dass bei der Selbsterstellung in der Regel im Schnitt die Fehlerquote höher lag, als wenn man die ESEF-Erstellung an einen Dienstleister ausgelagert hat. Das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass bestimmte spezialisierte Dienstleister, die halt sehr viele Berichte taggen, entsprechend auch besser vorbereitet waren auf das Block-Tagging. Hier kommt es aber auch immer individuell darauf an, wie gut ist eigentlich das XBL-Know-how bei den jeweiligen Unternehmen vorhanden, wie gut ist der Prozess und wie gut und spezialisiert ist der Dienstleister für die Erstellung der ESEF-Berichte. Auf der nächsten Folie haben wir einmal den Prozess zusammengefasst. Und zwar sehen Sie auf der linken Seite hier wieder, welchen Prozess die Unternehmen verwendet haben, um die ESEF-Berichte im vergangenen Jahr zu erstellen. Die dunkelgrüne Farbe zeigt das Verfahren mittels Bolt-on-Ansatz. Das heißt, Unternehmen erstellen einen Bericht, beispielsweise PDF, laden das in eine separate ESEF-Lösung ein und taggen dann im Anschluss diesen Bericht. Nur 17% der Unternehmen haben dieses Verfahren im letzten Jahr verwendet. Knapp die Hälfte, 46% unserer Mandate, haben die ESEF-Berichte in Form eines Built-in-Ansatzes erstellt. Das heißt, die Tag-Erstellung, das Tagging der Berichte war integriert in ein bestehendes Disclosure-Management-Tool. Und knapp 40%, 37% ganz genau zu sagen, haben die ESEF-Erstellung an einen Dienstleister ausgelagert. Und was hier interessant ist, und das haben wir unter diesem Kreisdiagramm gezeigt, ist die Veränderung der Prozesse. In diesem Jahr gab es sehr viele, sehr starke Veränderungen bei dem Prozess der ESEF-Berichterstellung. Und zwar haben 35% weniger Mandate die ESEF-Berichterstellung im Rahmen des Bolt-on-Ansatzes erstellt. Und viele dieser Mandate haben umgeschwenkt zu einem Built-in-Ansatz und 8% haben umgeschwenkt zu einem Dienstleister. Das ist auf zwei Sachen zurückzuführen. Zum einen auf das Block-Tagging, die erstmalige Anwendung des Block-Taggings. Sie haben viel mehr Tags, die Sie setzen müssen und entsprechend, wenn Sie Last-Minute-Änderungen im Anhang haben, sind Sie angehalten, natürlich auch rechtzeitig und schnell dann wieder einen ESET-Bericht zu erstellen und eine maximale Datenkontinuität sicherzustellen. Und zum anderen die ganze Diskussion hinsichtlich des Table-Taggings. Und zwar, wenn Sie Tabellen auszeichnen mit einem Block-Tag, müssen diese Tabellen dann auch wiederum als Tabellen im maschinenlesbaren Datensatz wiedergegeben werden. Und das war vor allem beim Bolt-on-Ansatz sehr problematisch. Und deswegen haben viele Unternehmen in diesem Jahr die Prozesse geändert. Auf der rechten Seite sehen Sie die durchschnittlichen Prüfungsschleifen, die wir benötigt haben, über den Zeitablauf differenziert nach diesen drei Ansätzen. Und auch hier ist wiederum erkennbar, dass die durchschnittliche Anzahl an Prüfungsschleifen, die wir gebraucht haben, bei einem Dienstleisteransatz am geringsten waren, auch über den Zeitablauf hinweg. Anfangs war der Bolt-on-Ansatz hier auch relativ stabil. Deswegen haben wir im Bolt-on-Ansatz auch weniger Prüfungsschleifen gebraucht als bei einem Built-in-Ansatz. Allerdings gehen wir davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren verändern wird. Und zwar der Trend weiterhin zu Built-in, der wird verstärkt werden, dadurch, dass diese Built-in-Lösungen viel weiter ausgereift werden und die Integration des Taggings in eine Built-in-Software oder eine Disclosure-Management-Tool hat natürlich gewisse Vorteile hinsichtlich der Datenkontinuität und der Compliance.
Und auch perspektivisch gesehen, wenn Sie jetzt zukünftig auch weitere Text legen müssen, beispielsweise für die ESS-Berichterstattung, dann sind natürlich die Vorteile von Bild-in-Ansatz natürlich hier zu verwenden, damit Sie auch entsprechend in der gewissen Zeit die ESE-Bericht erstellen können. Daher zusammengefasst unten drunter, der Trend geht weiterhin zu Bild-in oder halt zu sehr guten und spezialisierten Dienstleistern. Der Prozess, den Sie wählen, ist natürlich wichtig, aber noch viel wichtiger ist, dass natürlich, dass Sie auch Expertise haben hinsichtlich der ESET-Berichterstattung. Das sehen wir hier an diesem Dienstleisteransatz, warum wir bei den Dienstleistern weniger Prüfungsschleifen brauchen. Und der letzte Punkt, perspektivisch sollten Sie natürlich nochmal Ihren aktuellen Prozess hinterfragen. Reicht Ihr Prozess heute aus, um auch die ESES-Tagging-Anforderungen zu erfüllen? Und das war eine kurze Zusammenfassung und unsere Einschätzung hinsichtlich der Trends zum Tagging. Nun kommen wir zu dem zweiten Punkt. Was ändert sich eigentlich in der nächsten Saison hinsichtlich des Blog-Taggings? Und da gibt es zwei wesentliche Änderungen, die eigentlich alle Unternehmen betreffen. Wir haben hier mal illustrativ einen Anhang dargestellt. Und es gab hier zwei Tags oder beziehungsweise ein Tag, was sehr hitzig diskutiert wurde. Und das ist hier mit diesem schwarzen Kasten dargestellt. Das Tag nennt sich Disclosure of Notes and Other Explanatory Information. Dieses Tag war dafür da, dass man den gesamten Anhang auszeichnet. Und hier wurde viel darüber diskutiert, inwiefern das sinnvoll ist. Und in der Praxis gab es sehr viele Schwierigkeiten, ein Tag über den gesamten Anhang zu legen, je nachdem natürlich, welche Lösung sie hatten. Und diese Diskussionen haben dazu geführt, dass ab der Verwendung der 2022er Taxonomie dieses Tag nicht mehr mandatory ist. Das heißt, Sie brauchen dieses Tag dann mit der Verwendung der 2022er Taxonomie nicht mehr anzuwenden. Und in der 23er Taxonomie gibt es dieses Tag gar nicht mehr, sondern wird nur noch als Abstract in der Taxonomie festgehalten. So, die zweite Änderung, die es gibt einen Tag, ein obligatorisches Tag, das nennt sich Disclosure of Significant Accounting Policies. Nun, der IAS 1 hat sich ja geändert und zwar sollen Unternehmen nicht mehr ihre Significant Accounting Policies darlegen, sondern ihre Material, sprich wesentlichen Accounting Policies. Und diese Änderung von IAS 1 hat sich nun auch in dem Blocktext niedergeschlagen, sodass es hierfür ein neues Tag gibt. Also für Unternehmen, die einen Abschluss haben, welches zum 1. Januar 2023 beginnt, das ist in der Regel der Abschluss jetzt zum 31.12.23, ist dieser Tag Disclosure of Significant Accounting Policies nicht mehr anzuwenden. Das heißt, Sie würden jetzt hier in dem nächsten, auf dieser Folie dargestellt, das allumfassende Mega-Tag nicht mehr verwenden und das Tag Disclosure of Significant Accounting Policies mit Material Accounting Policies ersetzen. Hier aber noch ein Hinweis, und zwar, das Tag Disclosure of Significant Accounting Policies ist immer noch in der Liste enthalten für die obligatorischen Elemente, aber gekennzeichnet als nicht mehr anwendbar ab 2023. Und die deutsche Übersetzung beider Tags ist identisch. Also sowohl das Tag Disclosure of Significant als auch Disclosure of Material Accounting Policies heißen auf Deutsch Angabe der maßgeblichen Rechnungslegungsmethoden. Daher achten Sie bitte darauf, dass Sie hier auch das richtige Tag erwischen und entsprechend dann in der neuen Berichtssaison keine Anmerkungen dazu haben. So, nun kommen wir zu dem nächsten Thema, die Probleme, praktischen Probleme, die wir in der Anwendung der Blocktags in der Praxis gesehen haben. Da möchte ich auf das Thema Tabellentagging eingehen. Das Thema wurde sehr stark und sehr hitzig in diversen Arbeitsgruppen und auch zwischen uns und unseren Mandanten besprochen. Letztlich konnten viele oder eigentlich der Großteil unserer Mandanten die Tabellen auch als Table-Tags hinterlegen. So, wenn man diese Tabellen auswertet, hat man immer noch die Strukturinformation, das heißt, man weiß, wo Zeilen und Spalten sind. Aber was wir oft in der Praxis gesehen haben, ist, dass diese Tabellen nicht richtig wiedergegeben werden im maschinenlesbaren Datensatz, auch wenn sie Table-Tag-Funktionalitäten verwenden. Ich habe hier mal ein einfaches Beispiel mitgebracht, hier eine Tabelle mit Währungskursen. Und Sie sehen hier in der Überschrift Stichtagskurs und Durchschnittskurs, diese Überschriften beziehen sich auf zwei Spalten. So, und das
kommt sehr häufig vor, dass diese zwei Spalten oder gemergte Spalten im maschinenlesbaren Datensatz nicht richtig hinterlegt werden, so dass die Tabelle dann wie rechts dargestellt wiedergegeben wird. Die Bezeichnung Stichtagskurs steht nur über der ersten Spalte und Durchschnittskurs über der zweiten Spalte. Das heißt, in diesem Fall, auch wenn Sie jetzt ein Table Tag richtig als Tabelle hinterlegt haben, haben Sie hier eine inkonsistente Strukturinformation hinterlegt, sodass die Auswertung hier erschwert wird oder die Verständlichkeit eingeschränkt wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich möchte Sie aber nur darauf sensibilisieren, je nach Einzelfall ist hier natürlich Ermessen gefragt. Und wenn es dazu kommt, dass diese Tabellen nicht mehr verständlich sind, dann kann es dazu kommen, dass immer noch ein Hinweis im Vermerk aufgenommen werden muss, was auf diese Problematik hinweist, dass im maschinenlesbaren Datensatz bestimmte Informationen gegebenenfalls nicht verständlich sind. Die Ursache dieses Problems, hier vielleicht nochmal in Klammern, es muss nicht unbedingt an der verwendeten Software von Ihnen liegen. Das kann auch daran liegen, wie Sie die Tabellen erstellen. Also wenn Sie beispielsweise eine Tabelle über mehrere Seiten, über zwei Seiten haben, dann kann es natürlich auch sein, dass diese Tabellen nicht verstanden werden. Oder wenn Sie sehr komplizierte Zellen- und Spalteninformationen haben, um einfach visuell die Tabelle im Abschluss richtig darzustellen, dann kann es bei der Konvertierung hier zu Problemen kommen. Ein anderes Thema ist die Auszeichnung von Fußnoten. Und zwar Fußnoten zu anderen Informationen. Hier stellt sich die Frage, müssen diese überhaupt mit ausgezeichnet werden? In diesem Thema hat sich das IDW in Ihrem Fragen- und Antwortenpapier, haben Sie das aufgenommen. Und zwar, es gibt ein aktualisiert Fragen- und Antwortenpapier aus dem September diesen Jahres. Und dort wird geschrieben, dass Fußnoten zu anderen Informationen grundsätzlich mit auszuzeichnen sind, weil sie Bestandteil des Anhangs sind. Nur für den Fall, dass diese Informationen in der Fußnote nicht essentiell von Bedeutung sind, um die anderen Informationen an sich zu verstehen, kann man auf eine Auszeichnung verzichten. Als Beispiel wird dafür aufgezählt, so geläufige Erläuterungen von Abkürzungen wie beispielsweise EBIT oder EBITDA. Also wenn Sie so eine Erläuterung als Fußnote haben, wofür EBIT steht, dann ist diese Information nicht notwendig, um die anderen Informationen an sich zu verstehen, weil man von einem sachverständigen Leser hier ausgeht. Sofern die Anhangangabe aber notwendig ist oder die Fußnote notwendig ist, um die anderen Informationen zu verstehen und Sie aber technische Probleme haben, dann empfiehlt es sich, auf solche Fußnoten zu verzichten und die Information in den Fließtext mit aufzunehmen. So, nun kommen wir zu dem nächsten Punkt und zwar zu den Updates der ESMA. Und da gibt es einige und wir haben die mal alle hier auf der folgenden Folie zusammengefasst. Oben in den grünen Kreisen sehen Sie zusammengefasst die einzelnen Punkte, die wesentlichen Punkte, welche aus dem ESMA Reporting Manual aus dem August resultieren. Und da fange ich mal mit dem ersten Punkt ganz links an, Taxonomie 2023. Es gibt eine IFS-Taxonomie 2023. Diese wird aber nicht als ESMA bzw. ESEF-Taxonomie in diesem Jahr übernommen. Hintergrund ist, dass wohl zwischen der 2022er und der 2023er-Taxonomie nur wenige Unterschiede bestehen und man die Zeit auch anderweitig wohl verwenden möchte auf der ESMA-Seite. Das heißt, für den Abschluss zum 31.12.2023 ist die 2022er-Taxonomie zu verwenden. So, und jetzt müssen Sie auf eine Sache beachten und das ist der zweite Punkt hier. In der 23er-Taxonomie gibt es bestimmte Tags, die Sie antizipieren sollen, laut ESMA Reporting Manual. Das heißt, Sie wenden zwar die 2022er-Taxonomie an, aber schauen in die 23er-Taxonomie und wenn es da ein besseres Tag gibt, sollen Sie heute schon eine Extension anlegen und diese Änderungen nachbilden. Das hört sich sehr kompliziert an, allerdings sind das eigentlich nur zwei Fälle, die von Relevanz sind. Der erste Fall ist, das haben wir hier auch aufgeführt, für den Fall Sachanlagevermögen. Dafür gibt es in der 23er Taxonomie ein Tag, das nennt sich Property, Plant and Equipment, including Right of Use Assets. Das heißt, wenn Sie innerhalb der Sachanlagevermögen Nutzungsrechte nach IFRS 16 ausweisen, dafür gibt es nun ein eigenes Tag. Und die Position Sachanlagevermögen, das trifft ja eigentlich bei fast allen Unternehmen zu. Das heißt, alle Unternehmen sollten sich jetzt nochmal die Frage stellen, sind da Nutzungsrechte mit enthalten bei mir oder nicht? Und entsprechend, falls ja,
muss heute eine Extension angelegt werden, um diese Änderung zu antizipieren. Ein weiteres Thema, wo eine Extension notwendig ist, das betrifft das OCI. Dafür gibt es jetzt in der 23er Taxonomie neue Tags für sonstige Änderungen im innerhalb des OCI, die einzeln genommen unwesentlich sind oder von weniger Bedeutung. Der dritte Punkt, Update zum Blocktagging. Das ESMA Reporting Manual enthält ja einige Beispiele zum Blocktagging. Und diese Beispiele haben zu einigen Irritationen oder Fragen geführt. Und hier hat jetzt die ESMA klargestellt, dass diese Beispiele lediglich zu illustrativen Zwecken erstellt wurden und keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. So, eines der Beispiele hatte auch die Frage aufgeworfen, sind denn eigentlich die Policy Tags Bestandteil von Disclosure Tags? Und hier hat die ESMA auch nochmal in dem Reporting Manual klargestellt, nein, das soll nicht so verstanden werden, dass das Policy Tags per se Bestandteil von Disclosure Tags sind. Und der dritte Punkt zum Blocktagging. Unternehmen können ja über den obligatorischen Elementen hinaus auf freiwillige Tags setzen und beispielsweise bestimmte Zahlen im Anhang nochmal detailliert auszeichnen. Und hier hat die ESMA nochmal klargestellt, falls ein Unternehmen das freiwillig machen möchte, befreit das nicht von der Anwendung der obligatorischen Elemente. Das heißt, man muss das zusätzlich machen. Der vierte Punkt, Auszeichnung von leeren Feldern. Viele Unternehmen haben in den Primaries bestimmte Sachverhalte, die nicht vorliegen oder gerundet gesehen unwesentlich sind oder eine gerundete Null darstellen. Und einige Unternehmen zeigen dann im Abschluss keine Null, auch kein Bindestrich, sondern lassen einfach eine leere Zelle da. Eine leere Zelle kann man allerdings nicht auszeichnen und nicht in eine Null transformieren für das Tagging. Und daher empfiehlt die ESMA, solche leere Zellen bei den Primaries zu vermeiden und explizit eine Null aufzunehmen, damit man diese Information abtaggen kann. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt aus dem Reporting Manual. Hier geht es dann um diese Strukturinformationen, welche ich auch gerade nochmal in dem Beispiel ja gezeigt hatte. Wenn Sie eine Tabelle auszeichnen und die Strukturinformationen, also Zeilen- und Spalteninformationen, fehlen, dann ist die Verständlichkeit von den extrahierten Informationen nicht gegeben. Und sie soll aber gegeben sein, laut ESMA Reporting Manual. Das heißt, die ESMA hat zwar jetzt nicht final klargestellt, ist das eine gesetzliche Anforderung, hat aber das Thema nochmal etwas, hat nochmal auf die Dringlichkeit jetzt damit hingewiesen. So, und unten drunter, auf der unteren Seite der Folie, sehen Sie nochmal zusammengefasst die ESMA-Prüfungsschwerpunkte 2023 hinsichtlich ESEF. Und da gibt es drei Punkte, die ESMA jetzt angesprochen hat. Der erste Punkt besagt, die Unternehmen sollen darauf achten, dass die Primaries mit den Basistaxonomie-Elementen ausgezeichnet sind, welche inhaltlich der Position am engsten bzw. am nächsten kommen. Das heißt, anscheinend wird die ESMA jetzt nochmal hier in diesem Jahr nochmal prüfen, ob wirklich die passendsten Taxonomie-Elemente innerhalb der Primaries gewählt wurden. Und der zweite Hinweis ist, dass Extensions bei den Primaries nur verwendet werden dürfen, falls die Verwendung eines Basistaxonomie-Elements zu einer Falschauszeichnung kommt. Das heißt, man soll hier nicht inflationär Extensions verwenden oder unnötige. Und das ist hier nochmal darauf angesprochen, es ist ein Unterschied, wenn Sie eine Extension anlegen, weil Sie der Meinung sind, die Extension bildet die Position, die Sie auszeichnen wollen, besser ab. Oder Sie legen eine Extension an, weil die Verwendung eines Basistaxonomie-Elements zu einer Falschdarstellung führt. Das heißt, hier wurde nochmal klargestellt, Sie dürfen Extensions nur verwenden bei einer Falschdarstellung, bei Verwendung einer Basistaxonomie-Elements. Das heißt, sehr restriktiv damit vorgehen mit Extensions. Und der letzte Punkt, und das ist jetzt noch einmal der Hinweis hinsichtlich der Strukturinformation. Die ESMA hat jetzt nochmal in den Prüfungsschwerpunkten darauf hingewiesen, die extrahierten Informationen sollen verständlich sein. Und da geht es insbesondere um die Thematik mit den Tabellen. Nun, das war jetzt ein wenig zu ESEF und Blocktagging. Und jetzt möchten wir einen Ausblick hinsichtlich der digitalen Nachhaltigkeitsberichterstattung geben. Dazu habe ich eine kurze Zusammenfassung hier mitgebracht.
Und zwar die Nachhaltigkeitsberichterstattung, beziehungsweise die künftige Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD ist ab 2024 für die Unternehmen, die heute schon nach der NFRD unterlegen, Bestandteil des Lageberichtes. Und zwar als separater Abschnitt. Zusätzlich muss halt die Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie heute auch die Finanzberichterstattung bei den Unternehmen, im ESEF-Format erstellt werden und mit entsprechenden Tags ausgezeichnet werden. Dazu wird ja Richard gleich nochmal etwas Insight zu der neuen Taxonomie geben. Nun, wenn Sie diese Nachhaltigkeitsberichterstattung definieren, sollten Sie auf einige Themen achten. Zunächst einmal gucken wir uns an, was sagt eigentlich die ESRS, wie man die Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgestalten soll. Und dazu gibt es qualitative Merkmale oder sogenannte Prinzipien, ähnlich wie in den IFRS. Die Informationen der Nachhaltigkeitsberichterstattung sollen relevant sein, das heißt frei von Doppelungen. Ja. Sie sollen wahrheitsgetreu dargestellt werden, vergleichbar sein mit anderen Unternehmen derselben Branche oder über den Zeitablauf. Sie sollen überprüfbar und verständlich sein. Nun, neben diesen Prinzipien gibt es auch ganz klare Regeln innerhalb der ESRS. Die erste davon ist, die Gliederung der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist vorgegeben. Und zwar soll die Nachhaltigkeitsberichterstattung in vier Teile eingeteilt werden: allgemeine Information, Umweltinformation, soziale Information und Governance-Information. Informationen oder Zusammenhänge zwischen den nicht finanziellen Berichterstattungen und den finanziellen Informationen sollen präzise und nachvollziehbar beschrieben werden. Das heißt, es wird hier auch gefordert, dass man etwas mehr oder auch integriert berichtet oder versucht, integriert zu berichten. Sie können, obwohl Sie einen separaten Abschnitt im Lagebericht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung haben, müssen Sie nicht alle Informationen an sich in diesem Kapitel oder in diesem Bestandteil offenlegen. Sie können auch Informationen in die Nachhaltigkeitsberichterstattung mittels Verweis aufnehmen. Das heißt, Sie verweisen auf eine andere Stelle im Lagebericht innerhalb der Nachhaltigkeitsberichterstattung und haben somit die Anforderungen der ESRS erfüllt. Das heißt, Sie können auch eine Art integrierten Bericht theoretisch schreiben. Nicht-ESRS-Informationen andersrum können wiederum auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung enthalten sein, beispielsweise GRI-Informationen. Diese müssen dann aber als solche Nicht-ESRS-Informationen gekennzeichnet werden. Und der letzte Punkt, den man beachten soll, ist die maschinenlesbare Struktur. Und zwar fordert der ESRS 1, dass man die Nachhaltigkeitsberichterstattung so strukturieren soll, dass sowohl die menschenlesbare als auch das maschinenlesbare Format, dass die Verständlichkeit davon von beiden erleichtert wird. So, und dieser Punkt, maschinenlesbare Verständlichkeit und der Punkt Darstellung mittels Verweisen, die stehen ein wenig oder die stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Und warum das so ist, das möchten wir in einem illustrativen Beispiel zeigen. Wir haben mal hier auf der Folie einmal illustrativ dargestellt, wie beispielsweise eine Berichterstattung aussehen könnte mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung künftig. Wir nennen diesen Ansatz Formblattansatz. Das heißt, Sie haben hier ein separates Kapitel für die Nachhaltigkeitsberichterstattung und Sie haben die Struktur der Informationen, der Nachhaltigkeitsinformationen ganz eng so ausgelegt, wie die ESRS selbst auch ausgestaltet sind. Mit den Bildschirm-Icons haben wir suggeriert, welche Bestandteile im ESEF-Format erstellt werden müssen. Nun, der Vorteil dieses Ansatzes ist, Sie können nun, wenn Ihr Bericht genauso strukturiert ist wie die ESRS, können Sie das Tagging mit der XBL-Taxonomie hier viel einfacher gestalten, weil Sie halt sehr einfache Beziehungen haben zu der XBL-Taxonomie, die sich ja auch sehr voraussichtlich dann auch noch an den ESRS orientieren wird. So, aber es widerspricht ein wenig dem Gedanken, integriert zu berichten, beziehungsweise auch den Prinzipien relevante Informationen zu berichten, weil man in diesem Fall sehr viele Redundanzen hat. Man geht beispielsweise in jedem Thema auf das Thema Governance zu Klimawandel, Governance zu Umweltverschmutzung und dergleichen ein und hat hier sehr viele Doppelungen. Mit den Siegeln haben wir hier nochmal suggeriert, die Nachhaltigkeitserklärung ist grundsätzlich erstmal zunächst mit begrenzter Sicherheit zu prüfen.
Nun, diesem Formblattansatz steht gegenüber der integrierte Ansatz. Das heißt, hier bei dem integrierten Ansatz würden Sie versuchen, Doppelungen zu vermeiden und Sie arbeiten hier mit der Möglichkeit, mit Verweisen Informationen in die Nachhaltigkeitsberichterstattung aufzunehmen. Sie würden jetzt beispielsweise nicht zu jedem Kapitel nochmal Informationen zur Governance und Strategie schreiben, sondern könnten beispielsweise verweisen auf andere Bestandteile des Lageberichts, zum Beispiel auf das Kapitel Strategie und Geschäftsmodell, wo Sie alle Themen behandeln und hätten hier dadurch Redundanzen vermieden und eher einen integrierten Bericht erstellt. Sie können aber auch auf den Abschluss verweisen oder auch auf sonstige Informationen, auf den Vergütungsbericht oder die Erklärung zur Unternehmensführung. Nun, in diesem Fall ist natürlich der Nachteil das Tagging der Informationen, weil Sie haben jetzt hier sehr viel kompliziertere Beziehungen oder Zusammenhänge zur XBL-Taxonomie. Und unter Umständen auch sehr viel mehr Multitext, weil Sie konsolidiert in einem Abschnitt über mehrere Themen berichten. So, und was Sie dabei nochmal bedenken müssen, wenn Sie diesen Ansatz fahren, dann müssen natürlich diese Informationen weiterhin geprüft werden. Das heißt, wenn Sie Nachhaltigkeitsinformationen in den Vergütungsbericht aufnehmen, müssen diese Nachhaltigkeitsinformationen weiterhin geprüft werden. Und damit Sie die taggen können, müssen sie auch in dem ESEF-Abschluss enthalten sein. Nun, diese beiden Ansätze haben wir einmal hier illustrativ gegenübergestellt. Und ja, wir würden gerne auch wissen und wir sind auch gespannt darauf, was Sie denken oder wie Sie sich auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung vorbereiten. Genau, und dafür haben wir Ihnen einige Fragen mitgebracht. Das heißt, wir brauchen jetzt ein wenig Interaktion. Ihre Meinung ist gefragt. Und die erste Frage, die wir Ihnen gerne stellen möchten, ist: Welchen Ansatz planen Sie für den Aufbau der Nachhaltigkeitserklärung zu verwenden? Also den von Okan gerade vorgestellten Formblattansatz, den integrierten Ansatz, oder sind Sie noch unentschlossen, beziehungsweise sagen Sie, da stehen wir noch gar nicht, wir sind aktuell noch dabei, uns über ganz andere Themen Gedanken zu machen? Sie können jetzt auf Ihrem Bildschirm die entsprechende Antwort für Ihr Unternehmen und Ihren Status angeben. Damit würden wir die Umfrage schließen. Und der Großteil ist noch unentschlossen. Und bei Formblattansatz und integriertem Ansatz hält sich das tatsächlich die Waage. Das finde ich interessant. Okan, wir haben ja schon einige Diskussionen zu dieser Fragestellung geführt. Die Unternehmen, mit denen wir bisher gesprochen haben, tendierten sehr stark zum Formblattansatz. Was könnte denn für einen integrierten Ansatz sprechen? Ja, also der integrierte Ansatz, also wenn wir einmal rüberschauen hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die jetzt auch parallel von der ISSB entwickelt werden. Das ISSB hat sich zusammengetan mit dem IIRC, also dem Council, welches sich mit der integrierten Berichterstattung zusammentut. Das heißt, auf internationaler Ebene geht man das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung gemeinsam mit der integrierten Berichterstattung an. So, das ist ein bisschen zum Unterschied hier, wie es jetzt hier in Europa ausgestaltet ist. Das heißt, man kann schon sagen, wahrscheinlich wird der Trend, der langfristige Trend, auch dahin gehen zu einem integrierten Reporting. Das große internationale kapitalmarktorientierte Unternehmen, für die ist ein integrierter Bericht wahrscheinlich ja, attraktiver und halt auch besser geeignet, um sich mit anderen internationalen Unternehmen zu messen, als jetzt wahrscheinlich von großen nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen. Das kommt auf den Einzelfall an und kommt auf die Strategie des Unternehmens natürlich auch an. Und ist dann eben aber auch verbunden mit den Herausforderungen, die du ja eben gerade veranschaulicht hast. Also von daher ist das eben doch tatsächlich abzuwägen an der Stelle. Dann kommen wir zur zweiten Frage, die wir mitgebracht haben für Sie. Welche Abteilung ist bei Ihnen für die Erstellung der Nachhaltigkeitserklärung zuständig? Ist das Finance bzw. Accounting, Investor Relations oder keines von beiden? Die Umfrage ist wieder eröffnet und wir freuen uns auf Ihre Antworten.
So, und dann schauen wir uns einmal das Ergebnis der Umfrage an. Das ist spannend. Hier überwiegt tatsächlich Finance bzw. Accounting. Keines von beiden. Jetzt können wir leider nicht die Rückfrage stellen, wo hängt es dann? Denn das ist auch eine spannende Frage. Was sehen wir vor allem am Markt, Okan? Ja, also wir sehen das ein ähnliches Bild. Also wir haben auch oft, dass Investor Relations beispielsweise heute schon oder bisher immer zuständig war für den Lagebericht und jetzt sich auch dem Thema Nachhaltigkeitserklärung mit annimmt. Aber auch wenn das der Fall ist, sehen wir halt, dass die Investor Relations halt viel enger mit dem Finance- und Accounting-Kollegen zusammenarbeiten müssen, weil halt alles, wie gesagt, durch die Digitalisierung, die Datensammlung, da hat halt Finance und Accounting mehr Erfahrung halt in der Regel als Investor Relations. Und man sollte den Geschäftsbericht künftig halt mehr auch als Ganzes sehen und nicht isoliert miteinander arbeiten. Ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zur letzten abschließenden Frage 3. Welche Abteilung ist für das Tagging der Nachhaltigkeitserklärung bei Ihnen zuständig? Auch wieder A, Finance and Accounting, Investor Relation oder keines von beiden? Auch hier, die Umfrage ist wieder eröffnet. Und vielleicht, während Sie Ihre Umfrage ausfüllen, der kurze Hinweis von mir, weil die Frage aufkam. Die Veranstaltung hier wird aufgezeichnet und auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Das heißt, sollten Sie den Anfang verpasst haben, können Sie die Veranstaltung auf jeden Fall nachhören. So, dann sind wir wieder am Ende der Umfrage. Und schauen uns einmal die Ergebnisse an. Auch hier ein deutliches Bild in Richtung Finance and Accounting. Der Bereich, der eben auch bisher jetzt schon das ASF-Tagging im Zweifel gemacht hat. Ein viel deutlicheres Bild als bei den zwei anderen Fragen. Damit würde ich die Umfrage schließen, in Anbetracht der Zeit jetzt auf dich übergeben, Richard. Und die weiteren Fragen, die wir erhalten haben, nehmen wir gerne am Ende auf in unserer Q&A-Session, sofern möglich, respektive beantworten sie in Teilen jetzt eben auch schon parallel zu dem Vortrag. Und ich freue mich jetzt sehr auf deinen Vortrag, Richard. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich hören und sehen. Ich teile meinen Bildschirm. Eine Sekunde bitte. Wunderbar. Ich hoffe, man kann meine Folien und meinen Bildschirm sehen. Also ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss dazu ganz am Anfang sagen, ich halte diese Präsentation normalerweise auf Englisch und auch meinem Arbeitsalltag mit meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen in Brüssel reden wir meistens Englisch. Deswegen fällt es mir oft schwer, das auf Deutsch wiederzugeben. Falls ich also in ein ganz schlimmes Denglisch verfalle, bitte ich Sie, das zu entschuldigen. Und manche Begriffe weiß ich auch gar nicht, wie die so richtig auf Deutsch übersetzt werden würden. Daher ist das hoffentlich für Sie in Ordnung. Richard, wenn ich dich einmal ganz kurz unterbrechen darf, Ja. höre dich persönlich relativ schlecht. Vielleicht kannst du das Mikro ein wenig noch Ach so, adjustieren. ja, ist es jetzt besser? Ja, deutlich. Vielen Dank. Deutlich besser. Okay, danke für den Hinweis. Genau, zunächst einmal noch ein kleiner Disclaimer am Anfang, dass das, was ich Ihnen heute präsentiere, natürlich nicht dem Board und der EFRAG-TECH und der Europäischen Kommission und so weiter, der ganzen Bande quasi entspricht, sondern das sind eben meine Meinungen zum größten Teil auf jeden Fall. Genau, die Taxonomie, das ist nämlich noch ein ganz wichtiger Punkt, ist noch nicht approved von der EFRAG, von dem EFRAG Board, Sustainability Reporting Board, und daher kann ich natürlich auch noch keine finalen Aussagen dazu machen. Genau, zunächst ein bisschen Hintergrund zur EFRAG. Die EFRAG ist vielen vielleicht bekannt als diejenige Organisation, die in der Vergangenheit die EFRS-Standards in der EU endorsed hat und dort auch die Stimme Europas quasi war, im Rahmen der Konsultation von der IFRS, Foundation. Und sie hat eben im Jahr 2002
2022, Entschuldigung, eine neue Aufgabe bekommen. Das ist nämlich die Entwicklung eines Nachhaltigkeitsstandards. Und das ist der sogenannte European Single Electronic Report, Euro Engineering, jetzt bin ich durcheinander gekommen. European Sustainability Reporting Standard, genau, das ist also der europäische Nachhaltigkeitsstandard, den die EFRAG dort entwickelt hat. Und die Basis dafür ist die sogenannte CSRD-Richtlinie. Und die regelt eben, dass also verschiedenste Unternehmen in der EU tatsächlich eben Nachhaltigkeitsberichterstattung vornehmen müssen. Und wir hatten auch dazu gerade schon eine Frage in der Q&A-Funktion, was also für Unternehmen davon nachher betroffen sind, auch was das Tagging betrifft. Die konnte ich leider nicht ganz abschließend beantworten. Aber ich empfehle Ihnen, sich da quasi die CSRD noch mal genauer anzuschauen. Ich denke, das ist auch mal das meiste davon ist hinlänglich bekannt. Ich habe gesehen, dass die meisten von Ihnen wahrscheinlich schon damit beschäftigt sind, diese Berichte vorzubereiten oder zumindest zu planen, wie diese dann im nächsten Jahr erstellt werden. Insofern, ja, genau hier noch mal einfach die grundsätzlichen Daten aufgelistet. Was vielleicht ganz interessant ist, ist an der Stelle, dass eben der Hinweis, und das hatte der Okan auch schon erwähnt, dass das Ganze eben in einem digitalen, maschinenlesbaren Format tatsächlich ausgeführt werden soll. Das steht so in der CSRD-Richtlinie und die entsprechenden Paragraphen können Sie hier an der Stelle sehen. Was das Ganze, was den Prozess betrifft, so ist es natürlich so, dass die ESEF-Richtlinie, weil das Ganze soll ja in dem European Single Electronic Format wiedergegeben werden, dementsprechend angepasst werden muss. Denn im Moment steht ja in der ESEF-Regulation lediglich drin, dass die IFRS-Konzernabschlüsse entsprechend getaggt werden müssen mit der Taxonomie. Also da ist natürlich noch eine Überarbeitung notwendig und das liegt dann in den Händen der ESMA und der Europäischen Kommission, dort die entsprechenden Änderungen vorzunehmen. Das wird dann also in dem Moment passieren, wo die EFRAG, die an sich erstmal nur für die Erstellung des Standards und der Taxonomie verantwortlich ist, und dann diese überreicht an die ESMA und an die Europäische Kommission, liegt also nicht in dem Verantwortungsbereich der EFRAG, das zu machen, sondern das ist ganz klar Aufgabe der zuständigen Wettpapieraufsichtsbehörde ESMA. Auch der ISAS ist zwar durch die EFRAG in dem Sinne in einem Multi-Stakeholder-Approach ja, erstellt worden, aber inzwischen eben in europäisches Gesetz umgewandelt worden, sodass ja, EFRAG da an der Stelle noch weiterhin Implementation Guidance bereitstellt und die Sektorstandards entwickelt. Aber der Standard an sich ist dementsprechend jetzt einfach Gesetz geworden, kann man ganz platt einfach so sagen. Genau, der Prozess, wie das Ganze dann umgesetzt wird in dem RTS, ist auch nochmal hier dargestellt, ist aber eher für Sie zur Information. Ich denke, ganz einfach zusammenfassen kann man das, dass der RTS also mindestens im nächsten Jahr oder ja, angepasst wird, um die EFRAG-Taxonomie wiederzuspiegeln. Wir hatten das gerade schon von Okan anklingen lassen oder gehört. Okan hat schon anklingen lassen. Diese ISAS, die sind sehr umfangreich für verschiedenste Nachhaltigkeitsthemen. Also der Standard an sich hat nicht nur, so wie die NFRD, einzelne Datenpunkte, sondern er definiert relativ umfangreich und relativ genau für einzelne Bereiche wie zum Beispiel Klimawandel, Pollution, also Umweltverschmutzung, Water in Marine Resources, Biodiversity, Ecosystems, Resource Use in the Circular Economy, für den ganzen Bereich Umwelt quasi Berichtsstandards und für den Bereich Social ganz genauso, die können Sie hier sehen in grün. Der Bereich Unternehmensführung und Governance im Allgemeinen, Business Conduct, hat auch einen eigenen Standard bekommen und über allem sitzt quasi der ESRS 2, das sind diese General Disclosures, das ist ein Standard, der den Topical Standards darunter eben eine gewisse Struktur gibt und auch sogenannte Minimum Disclosure Requirements festlegt, also quasi Mindestangaben. Und der hat da natürlich eine gewisse Bedeutung auch. Der wird deshalb auch Cross-Cutting-Standard genannt. Genauso wie der ISRS 1. Das ist ein Standard, der erstmal
keine direkten Disclosure Requirements hat. Also da müsste man jetzt nicht direkt ein Tagging machen, aber das, was dort beschrieben ist, hat natürlich schon Auswirkungen auf den Bericht, wie dieser dann konkret auszusehen hat. Also, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, es gibt die CSRD, die erfordert das Tagging der ESRS Statements als Teil des Lageberichtes, denn das hat der Ogon auch genannt. Ja, übrigens auch die EU-Taxonomie-Disclosures. Und jetzt wird es ein bisschen verwirrend, denn die EU-Taxonomie, das ist jetzt nicht die XWL-Taxonomie, sondern das ist das Klassifizierungssystem, wo es ja auch viele Debatten auch hier in Deutschland drüber gab von der EU. Und diese Disclosures gibt es heute schon. Also viele Unternehmen haben bereits die Article 8 EU-Taxonomie-Disclosures als Teil ihres Geschäftsberichts mit veröffentlicht und die müssen eben auch digital getaggt werden. Das heißt also, die EFRAG hat hier noch einen weiteren Auftrag bekommen von der Europäischen Kommission, dafür auch eine digitale XWL-Taxonomie zu entwickeln und wir bezeichnen das Ganze quasi als Set von Sustainability XWL-Taxonomien und die müssen eben dann alle zusammen getaggt werden in einem Bericht. Das Ganze im Inline-XBL-Format, so wie wir das ja schon kennen. Und es wird also eine sehr umfangreiche Taxonomie, so viel kann ich auch schon verraten. Wir sind also kurz davor, die Taxonomie auch dann öffentlich zur Verfügung zu stellen und freuen uns natürlich da auf Ihr Feedback. Ja, für diejenigen, die jetzt natürlich enttäuscht sind, weil ich Ihnen noch keine fertige Taxonomie präsentieren kann. Wie gesagt, Entschuldigung, die EFRAG hat angefangen vor etwa einem Jahr, im Dezember vor einem Jahr, an dem Projekt die XBL-Taxonomie zu entwickeln. Diese ist aber noch nicht veröffentlicht. Das wird voraussichtlich Anfang Januar der Fall sein. Im Moment ist aber quasi der Approval-Prozess bereits im Gange. Das heißt, die entsprechenden Boards bei der EFRAG, die dort darüber abstimmen, auch in einem Multi-Stakeholder-Approach, die haben die Taxonomie schon und können diese begutachten, ebenso wie unser Digital Reporting Consultant Forum. Aber trotzdem, für diejenigen, die trotzdem Interesse haben, wie könnte das denn aussehen, kann ich eine sogenannte Data Point List empfehlen. Das ist ein Dokument und das, was ich auf der Folie habe, ist übrigens schon veraltet. Es gibt inzwischen ein neues. Und zwar von dem SR Tech Meeting. Ich kann nachher den Link noch nachreichen. Da finden Sie eine Excel-Datei mit den Datenpunkten. Und diese Datenpunkte-Liste, die ist quasi sehr nah an der Taxonomie schon. Die ist ein bisschen vereinfacht. Die hat nicht all die Attribute und all die technischen Details, die so eine XWL-Taxonomie hat. Aber gibt einem doch wirklich einen guten Überblick darüber, was da quasi zu erwarten ist. Und die können Sie also runterladen auf der EFRAG-Webseite, ist frei verfügbar. Und ja, die wird demnächst eben auch dann approved. Sollte eigentlich schon diesen Montag stattfinden, ist aber leider verschoben worden. Genau, ich kann Ihnen auf jeden Fall einen empfehlen, da mal reinzuschauen, weil das ist ganz hilfreich, auch gerade wenn Sie jetzt in der Phase sind, diese entsprechenden Berichte aufzusetzen und zu planen, da entsprechend schon mal vorzufühlen, was ist denn genau gefordert eigentlich. Und quasi als Vorbereitung ist das wirklich sehr hilfreich. Ne? Das ist auch tatsächlich dafür gedacht, für die Unternehmen, die auch vielleicht jetzt schon Nachhaltigkeitsberichte aufstellen, dort eine Gap-Analyse zu machen und zu schauen, wie muss das Ganze quasi geändert werden, was fehlt an Informationen, um entsprechend den ESRS auch zu erfüllen. Werfen wir jetzt mal einen konkreten Blick auf die Taxonomie selber. Das ist jetzt ein Screenshot von der Taxonomie. Der ist jetzt leider ein bisschen veraltet schon, weil ich keine Zeit hatte, die Folie zu aktualisieren. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Auf der linken Seite sehen wir ein Disclosure Requirement, SBM1, on Market Position, Strategy, Business Models and Value Chain. Und das habe ich deshalb ausgewählt, weil es relativ divers ist, was die ganzen Datentypen betrifft. Was wir also bei der EFRAG gemacht haben, ist, wir haben das Disclosure Requirement auf der linken Seite in den menschenlesbaren Standard genommen und haben das übersetzt in die digitale XWL-Taxonomie. Wir haben das also ganz genau gelesen und haben also die einzelnen Datenpunkte identifiziert. Das habe ich hier mit den Strichen einmal dargestellt, ne, mit diesen kleinen Pfeilen, die auf die rechte Seite rübergehen. Auf der rechten Seite sehen Sie dann den Screenshot der
Draft, ESRS, XBRL Taxonomie. Und was halt als erstes schon mal auffällt, wir haben eine starke Hierarchie aufgebaut. Das heißt also, jeder Absatz, der hier quasi auf der linken Seite ist, wurde übersetzt in mindestens ein narratives Tag, also ein Textblock-Tag. Und die Hierarchie bedeutet also, dass wir quasi Elemente haben in diesem Baum und darunter die detaillierteren Angaben separat nochmal aufgeführt. Und natürlich, wenn es der Fall ist, wie zum Beispiel hier mit der Anzahl der Mitarbeiter oder der Revenue, der hier gefordert wird, also der Umsatz des Unternehmens, aufgeteilt nach den Operating Segments, nach IFRS und dem ESRS Sectors, dann haben wir da entsprechend numerische Tags oder auch Boolean Tags, was man da weiter unten sehen kann, was den Paragraphen 38d hier reflektiert, in der Taxonomie implementiert. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Die Taxonomie ist also sehr umfangreich, auch was die ganzen verschiedenen Datenpunkte betrifft. In der IFRS Accounting Taxonomie, die wir alle von ESF kennen, gibt es ja Monetary und Textbook. Das ist eigentlich so meiner Meinung nach das Einzige, was da was es an Datentypen wirklich signifikant gibt. In der ESRS Taxonomie ist das deutlich anders. Da gibt es sehr viele Boolean Tags, es gibt sehr viele verschiedene numerische Tags, die ganz verschiedene Datentypen abfangen, also zum Beispiel Masse-Datentypen für Volumen-Datentypen, Flächendatentypen und so weiter, ne? Also die ganzen Umweltthemen sind da, fordern wirklich ganz andere Datentypen, als wir das bisher eben kennen. Ja, und genau, was man hier noch ganz gut sehen kann, wir haben also, hier unten kann man das auch gut nochmal erkennen, Description of Business Models and Value Chain, hier entsprechend die Hierarchie noch abgebildet. Da muss man natürlich dazu sagen, und das ist, geht auch ein bisschen in das, was der Okan vorhin gezeigt hat, der Bericht und insbesondere das Tagging nachher wird natürlich dann relativ simpel und einfach, wenn der Bericht sehr stark angelehnt ist an der Struktur des ESRS und damit an der Struktur der XBRL-Taxonomie. Denn wenn man quasi dieses Disclosure Requirement SBM1, was ja auch eine schöne Nummer hat in dem Sinne, wie alle anderen Disclosure Requirements, wenn man das quasi so aufbaut, wie es im Standard erforderlich ist, ja, wie es dort auch vorstrukturiert ist im Grunde, dann geht auch das Tagging sehr schnell von der Hand und im Zweifel könnte man vielleicht sogar, wenn gewisse Anbieter damit auf den Markt kommen, sogenannte vorgetaggte Berichte nutzen. Ja, das wäre durchaus möglich. Wenn man aber einen stark integrierten Ansatz macht, wo man quasi versucht, die entsprechenden kleinen Aspekte dieses Disclosure Requirements irgendwo im Bericht zusammenzuklauben, dann wird natürlich auch das Tagging sehr viel schwieriger, weil dann würde man im Zweifel anfangen und einzelne Sätze oder einzelne Snippets, Schnipsel in dem Bericht, also wirklich, ich meine in dem Text selbst, ja, taggen zu müssen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das deutlich mehr Aufwand ist. Ja. Deswegen empfehle ich auch sehr stark, wirklich jetzt schon auf die Data Point List und dann im Januar auf die XBRL-Taxonomie zu schauen, um eben zu verhindern, dass man nachher große Schmerzen hat, wenn man den Bericht taggen muss. Ja. Also ich votiere ganz klar dafür, den Bericht eng an der Taxonomie zu strukturieren und eng an dem ESRS, denn man darf nicht vergessen, die XBRL-Taxonomie, die entspricht eben eins zu eins dem Bericht. Das war immer das höchste Prinzip, was wir bei der Entwicklung hatten, dass wir nichts in die Taxonomie hinein interpretieren, sondern dass wir ganz nah an dem bleiben, was also zu berichten ist, was in dem Standard und in dementsprechend auch im Gesetz einfach vorgeschrieben ist, ne? Und insofern ist das, glaube ich, ist man da ganz gut beraten, sich auch dann wirklich bei einem Bericht selbst, wenn als Unternehmen man diesen entsprechenden Bericht aufstellt, sich zu orientieren. Dann haben wir hier noch ein Beispiel, wie eine Taxonomie auch aussehen kann. Das ist jetzt ein Screenshot von dem internen Taxonomie-Editor. Der ist jetzt nicht mehr ganz so plakativ wie gerade eben. Das ist nur einmal, um zu zeigen, dass wir hier ein Minimum Disclosure Requirement für Targets haben. Für Pollution ist es. Und hier auf der linken Seite sehen wir quasi, dass es in dem Minimum Disclosure Requirement für Targets, also Ziele in Verbindung mit Umweltverschmutzung, quasi ein Disclosure Requirement haben, was es erlaubt, individuelle Ziele für das des Unternehmens quasi zu definieren und auch zu taggen.
Und Measurable Targets übrigens, also da gibt es dann auch Measurable Target Absolute Value oder Percent, ne? Das sind solche Tags, mit denen es zum Beispiel möglich wäre zu sagen, unser Ziel ist es, die Verwendung von einer gewissen Substanz, die also umweltschädlich ist, zu minimieren um 50% bis 2035 oder so. Das wäre ein generisches Ziel, was man quasi mit dem MDR erstmal taggen kann. Und dann auf der rechten Seite in dem Screenshots sehen Sie also spezielle Tags, die noch von dem Topical Standard, von dem Umweltstandard quasi hinzugefügt wurden. Und ISRS-E2 ist das übrigens. Und da gibt es dann also eine Reihe von Textblocks oder Booleans. Ich kann mal eins vorlesen hier. Ne? Target relates to the prevention and control of pollution to soil and respective specific loads. Ne? Also das wäre dann noch ein Topical Specific Tag, was über die entsprechende Type Dimension, die hier quasi über beides gelegt wird, dazu kombiniert wird in einem Disclosure. Ne? Genau, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Wir wissen, dass diese Taxonomie relativ umfangreich und relativ komplex teilweise auch ist. Das ist einfach dem geschuldet, dass der Standard an sich auch so ist. Deshalb wird die EFRAG auch noch illustrative Berichte veröffentlichen, getaggte Berichte. Jetzt kommt leider die Enttäuschung, da hatten wir auch gerade kurz drüber diskutiert, das werden keine echten Berichte sein, also mit keinem echten Text oder echte Zahlen, konsistente Zahlen, sondern das sind wirklich reine technische Beispielberichte, wo also Lorem Ipsum drin steht. Das ist also einfach so ein Platzhaltertext, der überhaupt keine Bedeutung hat. Aber sie zeigen zumindest, wie das Tagging dann technisch funktioniert, ne? Also und was quasi in Tabellen abgebildet werden könnte. Und hier sehen wir auf der linken Seite also Pollution. Da ist zum Beispiel Microplastics generated. Da sind hier 87 Tonnen wahrscheinlich oder Kilogramm, die hier disclosed werden für ein gewisses Geographical Area, was wiederum Entity Specific ist. Und auf der rechten Seite die Greenhouse Gas Emissions, Treibhausgasemissionen Emissionen von 320 Tonnen, vermute ich auch hier zusammen mit den Targets auf der rechten Seite dargestellt. Und das Ganze, wenn das eben getaggt ist, das kann man ja hier in diesem illustrativen Bericht auch gut erkennen, dann kann man die einzelnen Datenpunkte da unten tatsächlich dann auch einfach extrahieren. Das ist das, was die Data Providers, die Analysten und die User im Allgemeinen dieser Berichte dann quasi nachher auch in ihre Datenbanken transportieren können. Es ist allerdings nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, viele der Datenpunkte sind natürlich auch vom narrativen Charakter. Nicht alles lässt sich immer in eine Zahl runterbrechen. Gerade bei diesen Nachhaltigkeitsaspekten sind viele Datenpunkte einfach wirklich auch Texte. Daher ist das eben auch nicht zu unterschätzen. Ich empfehle da eben stark an der Struktur sich zu orientieren der ESS. Bei den Zahlen hat man natürlich immer große Flexibilität, ob man die jetzt in der Tabelle darstellt oder wie man sie darstellt, ob man Querformat oder die Tabelle aufteilt, welche Zeilen, Spalten man wie kombiniert. Das Tagging ist da ja sehr flexibel. Bei den Texten ist das natürlich ein bisschen schwieriger dann. Genau. Wir haben ein Paper veröffentlicht, in dem wir genau erklären, wie wir die Taxonomie entwickelt haben. Das ist auch approved worden im April. Und da finden Sie also weitere Informationen, falls Sie das interessiert, wie wir die Taxonomie eben erstellt haben. Das sind quasi unsere Richtlinien für die Übersetzung des menschenlesbaren Standards in die digitale Taxonomie. Gut, schauen wir noch ein bisschen darauf, was jetzt gerade passiert und was die nächsten Schritte sind. Wir arbeiten gerade dran, diese ESRS, XWL-Taxonomie, zu finalisieren und auch in der Tag und in dem Board zu approven, also genehmigen zu lassen. Gleichzeitig arbeiten wir an der Article 8 XWL-Taxonomie für die EU-Taxonomy Disclosures. Die liegt aber im Verantwortungsbereich der Europäischen Kommission, also nicht die EFRAG ist hier verantwortlich. Dafür zu sagen, ob das jetzt korrekt ist oder nicht, sondern das ist ja von der Europäischen Kommission ein Disclosure Requirement, was quasi direkt implementiert wurde. Wir erstellen diese getaggten illustrativen Berichte und noch ein paar begleitende PDFs wird es natürlich geben. Und dann wird die ganze Draft-Taxonomie, das ist ja erstmal nur ein Entwurf, im
Januar, höchstvoraussichtlich Januar veröffentlicht für eine Konsultation. Und da laden wir natürlich auch alle Unternehmen ganz herzlich ein, sich das einmal anzuschauen, vielleicht mal ein bisschen Probe zu taggen. Gerade die, die schon ESEF machen, haben ja entsprechende Softwarelösungen oder Dienstleister und sollten im Grunde damit vertraut sein, das auch mal auszuprobieren und dann entsprechend Feedback an die EFRAG zurückzumelden im Rahmen der öffentlichen Konsultation. Wir arbeiten auch an einer digitalen Interoperability, jetzt bleiben wir lieber aber ganz im Englischen, mit der IFRS Foundation und dem ISSB, um die IFRS Sustainability Standards eben dort ja, besser more interoperable zu machen zu der ISRS-Taxonomie. Und das Gleiche gilt für GRI, für die Global Reporting Initiative. Der Plan ist dann, die finale Sustainability Reporting Taxonomie, je nachdem, wie viel Feedback wir bekommen und was für ein Feedback, dann eben im Sommer an die Europäische Kommission und an die ESMA zu überreichen. Dann startet also erst dieser ganze Prozess, auf den ich auch am Anfang hingewiesen habe. Das heißt also, dann braucht die ESMA noch eine gewisse Zeit, um den RTS zu updaten. Auch die Übersetzung, wir haben ja auch von Okan heute gehört, dass die auch nicht immer ganz glücklich ist, die Übersetzung, aber leider scheint die eben wirklich auch erforderlich zu sein. Die dauert also auch immer relativ lange, weil da tatsächlich alle Tags erstmal ausgedruckt werden und dann übersetzt werden in alle 27 EU-Sprachen. Deswegen wird dieser ganze Prozess noch eine Weile dauern und es könnte passieren, dass also dann gar nicht im ersten Jahr das digitale Tagging notwendig ist, dass das da nicht rechtzeitig fertig wird. Nichtsdestotrotz empfehlen wir Ihnen als Unternehmen natürlich, trotzdem schon früh auf die Taxonomie zu schauen. Also selbst wenn Sie nicht das Tagging im ersten Jahr machen müssen, empfehlen wir ganz klar, die Taxonomie trotzdem schon anzuschauen und dort sich quasi dran zu orientieren, weil das nachher dann die Arbeit viel stark erleichtern wird, ne? Genau, das würde ich Ihnen ganz gerne einfach mitgeben. Und ansonsten würde ich vorschlagen, schauen wir mal, ob es ein paar Fragen gibt. Und ja, dafür stehe ich gern zur Verfügung. Wir haben einige Fragen bekommen, in der Zwischenzeit, Richard, an euch beide. Also ich würde einfach mal von oben anfangen. Also Okay. das hat sich hier während der letzten halben Stunde, sagen wir mal, kumuliert. Und die erste Frage bezieht sich auf den Eigenkapitalspiegel. Und die Frage heißt, können Sie bitte Beispiele geben, wo Sie im Eigenkapitalspiegel Nuller-Auszeichnungen erwarten würden und wo nicht? Ja, also da kann ich gerne was zu sagen. Also grundsätzlich ist ja die Anforderung so, die gesetzliche, dass man alle Zahlen in einer deklarierten Währung, also wenn eine Null im Abschluss steht, dass man diese auch auszeichnen muss. So, ich weiß, es gibt auch einige Meinungen, die unterscheiden zwischen einer gerundeten Null, dass man eine gerundete Null auszeichnet und eine Null, die dafür steht, dass halt diese Sache halt gar nicht besteht, dass man das nicht auszeichnet. Aus meiner Sicht ist diese Unterscheidung nicht zwingend notwendig. Letztlich ist halt, wie gesagt, jede Zahl in der deklarierten Währung auszuzeichnen. Daher können Unternehmen, wenn sie mögen, natürlich auch, sag ich mal, innerhalb der Eigenkapitalveränderungsregeln das unterscheiden und sagen, so, wir nehmen die Nullen wirklich nur da auf, wo mal eine Zahl stehen könnte. Und überall da, wo nie ein Sachverhalt sein wird, lassen wir weg. Oder man nimmt einfach überall Nullen auf. Am Ende ist es natürlich dann halt eine Information, dass der Sachverhalt nicht da ist oder das halt unwesentlich ist. Also aus Prüfungsgesichtspunkten ist das dann auch nicht kritisch, weil das halt auch nicht wesentlich ist. Nee. Kommen wir schon zur nächsten Frage, zum Tagging. Bisher werden nur die Angaben im Abschlussanhang getaggt, aber nicht der Lagebericht. Damit wäre die Nachhaltigkeitserklärung der einzige getaggte Inhalt, was bei uns eher dazu führen könnte, dass wir Verweise nur eingeschränkt nutzen können. Wie sehen Sie das? Ja, also es mag sein, dass das in dem Beispiel so der Fall ist, aber es gibt ja heute schon Unternehmen, die bestimmte IFRS-Anhanginformationen in den Lagebericht ausgelagert haben. Das sind Informationen hinsichtlich zum Beispiel IFRS-7-Angaben. Die muss man nicht doppelt machen, wenn die schon im Lagebericht sind. Diese Informationen, wenn das IFRS-Angaben sind, aber im Lagebericht sind, sind heute auch schon auszuzeichnen. Das heißt, man ist jetzt nicht eingeschränkt hinsichtlich des Taggings auf Abschluss und Anhang. Klar, bei vielen Unternehmen ist das faktisch der Fall, aber nicht in der Theorie ist man das nicht.
und mit Verweisen die Möglichkeit besteht. Ich möchte hier aber nochmal, das ist ein ganz guter Punkt, ich glaube auch, da kommen auch noch ein paar andere Fragen dazu, nochmal darauf hinweisen, das, was wir hier ausgeführt haben, das ist alles auf Basis der aktuellen Regelungen beziehungsweise der CSRD und der ESRS. Wir müssen natürlich auch noch abwarten, wie diese Regelungen in nationales Recht transformiert werden. Ja, und da kann es nochmal dazu sein, kommen, dass es hier Besonderheiten gibt, die man zu beachten hat. Was ich vielleicht dazu ergänzend noch sagen kann, ist, es gibt in ESS 1 in Paragraph 120, ich kann ihn einmal vorlesen: The undertaking may incorporate information by reference to the documents or part of the documents listed as Paragraph 119. Und dann gibt es ein paar Anforderungen daran. Und paar Anforderungen Nummer E ist: Meet the same technical digitization requirements as the sustainability statements. Also auch dieses Incorporation by Reference oder Verweise heißt natürlich trotzdem, dass die Sachen getaggt werden müssen, ne? Also man kann nicht einfach quasi einen Teil des Berichts auslagern in ein anderes Dokument und das dann nicht taggen. Das ist so auf jeden Fall nicht gedacht, ja. Genau. Müssen auch im ESA-Format dann erstellt werden und dann auch gemeinsam mit der Veröffentlichung des Lageberichts dann auch zur Verfügung stehen. Wir eine Frage zum Tagging bzw. zum Upload der Dokumente. Aktuell kann man nur ein getaggtes Dokument hochladen. Das heißt, Unternehmen müssten die getaggten Inhalte des Lageberichts mit denen des Abschlusses Anhangs zusammenfassen. Das erscheint wenig sinnvoll. Wie sehen Sie die Entwicklung? Da kann ich vielleicht auch was zu sagen. Also die Sache ist, dass es ein Report-Package sein muss. Es muss nicht unbedingt eine XHTML-Datei sein. Also theoretisch können in dem Report-Package mehrere XHTML-Dateien sein, die als ein Bericht angesehen werden, ne? Also das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, wo man das Ganze dann noch ein bisschen splitten könnte, auch wenn der Bericht viele hundert Seiten hat. Ja, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass das sinnvoll wäre, den nachher in kleinere Häppchen aufzuteilen, aber die sind trotzdem in einem Report-Package, also in einem ESEF-Berichtsdatei, nach meiner Meinung also entsprechend hochzuladen und zu berichten. Ne? Genau, okay. Ja, und als Ergänzung dazu, in diesem Report-Package kann man ja halt auch mehrere Taxonomien theoretisch anwenden, also die IFRS-Taxonomie oder die ESEF-Taxonomie und auch die ESG-Taxonomie. Also es ist technisch möglich, aber auch hier nochmal der Hinweis, wir müssen hier auch nochmal abwarten, wie halt das alles in deutsches oder nationales Recht dann später transformiert wird und auch im Blick behalten, wie dann später auch die Einreichungskriterien beim Unternehmensregister sein werden. Jetzt haben wir hier noch eine sehr praktische Frage, müssen wir schauen. Die zu veröffentlichenden Nachhaltigkeitstabellen sind teilweise so groß, dass diese in einem normalen Berichtsformat nicht mehr zu lesen sind. Wie ist hier die Vorstellung einer Veröffentlichung bzw. eines Taggings angedacht? Ja, also da wäre natürlich ein Beispiel ganz gut, weil also im Prinzip, ich kenne das auch von den Banken. Die haben manchmal auch sehr, sehr große und ausufernde Tabellen, würde ich mal behaupten. Inwiefern das dann leserlich ist oder wie man das optimieren kann in der Darstellung, kann man, glaube ich, nicht pauschal beantworten. Also tatsächlich ist es aber so, dass der XBL-Standard es erlaubt, eine Zahl auch, also Sie können durchaus eine Tabelle in drei verschiedene aufsplitten und auf mehreren Seiten sogar darstellen. Und das Tag wird dann da an der entsprechenden Stelle gesetzt, wo es eben, wo die Zahl entsprechend steht. Und es geht, der ESRS schreibt in den wenigsten Fällen, ich glaube eigentlich so gut wie gar nicht, oder gar nicht eigentlich, schreibt er eine genaue Tabellen. Doch, ich glaube, in den Social gibt es ein paar kleine Ausnahmen, aber das sind wirklich nur kleinere Tabellen. Die meisten sind nicht definiert. Das heißt, es ist nur wichtig, dass die Zahlen getaggt sind und dass sie disclosed werden, aber wie sie genau präsentiert werden, also die Zeilen, Spaltenanzahl und so weiter, ist nicht definiert. Es könnte natürlich sein, dass die Informationen, die Sie da, auf die Sie sich beziehen, gar nicht Teil des ISRS sind, sondern dass diese Entity-Specific Informations sind, ja? Also dass die gar nicht definiert sind.
im ESRS. Wenn diese auch trotzdem Teil des Berichts bleiben, dann müssen die eventuell, da ist noch nicht klar, wie die getaggt werden. Also eventuell müssen die gar nicht getaggt werden im ersten Schritt oder da müssen dann Extensions für angelegt werden. Also deswegen ist das schwer, dann eine pauschale Antwort für zu geben. Aber in der Präsentation ist man doch relativ frei, würde ich eigentlich mal so behaupten. Ja. Noch eine technische Frage, also technisch im Sinne von regulatorisch. Wird die ESRS-Taxonomie im Januar noch von EFRAG öffentlich konsultiert oder direkt final veröffentlicht? Ja, genau, das ist eine gute Frage und ich hoffe, ich habe das auch immer richtig wiedergegeben in meinem Vortrag. Die Taxonomie, es handelt sich zunächst einmal um die Entwurfstaxonomie, Draft Taxonomie, ne? Also die wird im Januar als Draft veröffentlicht mit als Teil der öffentlichen Konsultation und dann folgt die finale Taxonomie wahrscheinlich im Sommer, ne? Weil je nachdem, wie viel Feedback wir auch bekommen in der Konsultation, müssen wir natürlich entsprechende Änderungen vornehmen, sodass ich nicht davon ausgehe, dass wir eine finale Taxonomie vor Juni oder Juli haben. Noch eine Frage zur Taxonomie. Bisher war es doch so, dass die Taxonomie zeitversetzt verwendet werden kann. Also zum Beispiel Auszeichnung des Abschlusses zum 31.12.2022 mit der Taxonomie 2021. Jetzt ist zwingend die 2022er Taxonomie zu verwenden. Bisher musste nichts antizipiert werden, wie jetzt aus der 2023er Taxonomie. Muss die Antizipation zwingend erfolgen, auch wenn bisher immer die ältere Taxonomie verwendet worden ist? Genau, dazu hatten wir jetzt im Chat schon eine Antwort definiert. Es ist so, dass im ESMA Reporting Manual wird der Begriff Should verwendet. Das heißt, es wird hier empfohlen, dass man diese neuen Tags aus der neuen Taxonomie antizipiert. Und die Guidance 122 ist so ausgelegt oder so gestaltet, dass sie halt eher allgemein formuliert ist. Das heißt, wahrscheinlich wird das auch in den Folgejahren so sein, dass man neue Elemente aus einer neueren Taxonomie antizipieren soll, also dass es empfohlen wird, weil das halt als so beschrieben ist und jetzt nicht nur jetzt gesondert für dieses Jahr diese Regelung in dem Reporting Manual aufgenommen wurde. Dann haben wir hier noch eine Frage. Müssen zwingend mehrere Tags auf eine Information angewandt werden? Ich vermute mal, das bezieht sich auf die ESRS-Taxonomie und das ist eine interessante Frage. Also zunächst einmal für die numerischen Angaben ist das natürlich eigentlich nicht notwendig. Es kann natürlich einen Umstand geben, dass man ein gewisses Double-Tagging hat. Wir hatten ein paar Mal auch schon diskutiert, das Beispiel mit dem Revenue, ne? Es gibt ja den Revenue nach IFRS und dann gibt es Revenue in ESRS und das sollte eigentlich immer das Gleiche sein. Ob man dann wirklich beides taggen muss, da gehe ich erstmal noch nicht von aus, aber da könnte es mal dazu kommen. Das wäre der einzige Fall, der mir dazu einfällt. Bei den narrativen Angaben ist das eine ganz andere Frage, denn dadurch, dass wir natürlich eine Hierarchie haben in der Taxonomie, könnte man tatsächlich auch sagen, dass quasi nicht nur die, also ne, diese 1, 2, 3 Levels, ne, die wir haben da, mit den sehr detaillierten narrativen Angaben und dann darüber quasi das zusammenfassende Elterntag und darüber gibt es noch eins für das ganze Disclosure Requirement, da könnte man tatsächlich sagen, man könnte die ganze Hierarchie durchtecken. Das würde bedeuten, dass man also drei Tags hätte für die narrativen Angaben. Wir haben in unserer Methodology festgehalten und ich persönlich bin auch ein großer Verfechter davon, dass es nicht notwendig ist, quasi die Elterntags zu setzen, sofern der Inhalt komplett mit den Kindtags, also mit den sehr granularen, abgedeckt ist. Also die Idee müsste eigentlich sein, man muss mit den granularsten Tags anfangen, die quasi fertig taggen und dann kann man schauen, was ist quasi nicht getaggt bis dahin, also was hat noch kein Tag, was passt also nicht zu den einzelnen kleinen, fein granularen Tags und die könnte man dann quasi mit den Elterntags versehen. Genauso könnte man die großen Tags für das ganze Disclosure Requirement noch nutzen, um die Entity Specific, also die Additional Information, die nicht quasi im Disclosure Requirement selbst definiert sind, sondern die Zusatzangaben, die das Unternehmen macht,
damit zu taggen. Das würde noch dafür sprechen, auch das Level 1-Tag zu taggen. Aber die Level dazwischen muss man eigentlich nicht taggen. Dazu muss ich aber ganz klar sagen, das ist eine Entscheidung, die die ESMA nachher trifft. Ja? Also die ESMA ist die Aufsichtsbehörde, die Instanz, die entscheidet, wie welches Tag angewendet werden soll. Das ist ganz klar nicht im Remit von EFRAG dort so eine Entscheidung zu treffen. Eventuell wird eine Empfehlung ausgegeben von EFRAG, wie das passieren soll, aber im Moment, das wird noch diskutiert. Ja. Gut, vielen Dank, Richard. Vielen Dank, Okan, für eure Ausführungen. Ich glaube, die Fragen zeigen, es gibt noch einige Fragezeichen im Hinblick auf die Umsetzung. Das ist ja auch das, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Es ist einfach doch etwas anderes, dann tatsächlich operativ zu taggen und in eine ESEF-Berichterstattung einzusteigen. Die Fragen kommen tatsächlich im operativen Doing hoch. Und ich glaube, das wird uns die nächsten Monate auch noch begleiten, zumal es eben ja auch noch Unsicherheiten dahingehend gibt, wie es dann im Detail tatsächlich zu machen ist. Okan, du hattest es ausgeführt. Wir müssen schauen, wie wird das Ganze im nationalen Recht umgesetzt. Dementsprechend werden wir natürlich an dem Thema dranbleiben. Ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen und interessanten Fragen, die wir hier bekommen haben. Sofern ihr nicht noch etwas habt, was ihr noch ergänzen wollt, wären wir damit am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Ganz herzlichen Dank euch für die tollen Ausführungen und Insights, die ihr zu den Themenbereichen gegeben habt. Ich glaube, es war ein schöner Rundumschlag und hat nochmal gezeigt, wo die Herausforderungen sind, eben auch zukünftig beim ESRS-Tagging. Damit bleibt mir nur, euch nochmal herzlich zu danken. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Hinsichtlich der Folien ist es so, wenn Sie wünschen, die Folien im Nachgang zugesandt zu bekommen, dann geben Sie uns hier bitte einen Hinweis, schreiben Sie uns direkt an, dann lassen wir Ihnen den Foliensatz entsprechend zukommen und das Webinar wird in Kürze auf unserer Deloitte-Website veröffentlicht werden. Ganz herzlichen Dank für die Teilnahme und bis zum nächsten Mal.